Maurer, ist alles Maurer perfekt gemacht und Dieter ist ja mein Zimmermann, der hat also den jetzt von außen mit Holz verkleidet und dann kommt der Schiefer dran. Das Problem ist jetzt, dass schon viel war da und sagt, also das ist unmöglich, so geht das nicht, da muss Luft umspült sein. Wo steht das? Es steht nirgends, es gibt auch keinen Satz. Er hat es nochmal bei der Firma angerufen, die die Schornsteine baut. Er hat nochmal bei einem anderen Schornsteinfeger angerufen. Die sagen alle, nee, das, es gibt keine Satzung dafür. Das ist so nach freiem Ermessen des Schornsteinfegers. Mhm. Eine ziemlich unangenehme Geschichte, weil... So ist das. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt möchte er gerne, Detlef möchte, also mein Zimmermann möchte mit dem Schornsteinfeger nochmal reden. Das ist die einzige Chance, um da irgendwie jetzt eine Klärung hervorzurufen. Wir haben ihn schon mit der Innengeschichte ein bisschen getürkt, indem wir einfach schwarzes Klebeband auf eine Fläche gemacht haben, die eigentlich als Hohlraum da ist und dann fotografiert. Das reicht nicht mehr. Da sieht das, da also ein Loch ist. Und dann habe ich gesagt, verdammt, das machen wir nicht. Unmöglich. Das Dach war schon zu. Das machen wir mit schwarzem Klebeband. Also fertig. Dann sieht er das schwarz und dann ist das Loch. Ja, und was hat das für einen Vorteil? Ja, gar nichts, es ist Blitzung. Das braucht nicht, weil ich habe einen Schornstein, der hat, von innen ist der heiße Rauch, geht hoch und von außen geht die kalte Luft runter. Der Ofen saugt sich die kalte Luft neben dem Rohr, was heiße Luft da oben transportiert, runter. Ja, und wofür sollte dann dieses Loch sein? Belüftung. Und der hat ja aber eine Belüftung. Der ist ja ein extra Belüftungsschornstein. Der zieht die Luft ja sowieso schon hin und her. Sobald der Ofen brennt, zieht die kalte Luft da rein. Und deswegen ist das alles Blödsinn, was er da will. Also er fordert doppelte Geschichten, das geht eigentlich nicht. Weil in dem Moment, wo du natürlich jetzt noch was aufmachst, dann zieht er natürlich nicht mehr so. Ne? Also so ein Quatsch, ne?